Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für OCMTG. Wir haben Carlos und Alex. Das kann ja, sehen wir dann, nachdem wir die Karriere für Drohnen kurz Intro gemacht haben, über was sie Klasse, was sie Objekte, wollen wir aber ab heute die Sache praktisch gestalten. Und für Java können zu programmieren, muss ich auch wohl, weil Java installieren. Ja, und nicht egal welche Java, da gehen nicht Subtilitäten. Und dafür wollen wir das dann Schritt für Schritt praktisch zusammen. Und wir wissen ja dann, wo der Java JDK hier kriegt voilà. Und so weiter. Das Java als ein Programmiersprach, das ist das, was wir lehren. Und es gibt zwei Varianten von Java. Erstens java.com, das ist der Startseite, ja. Site von Java. Ja. Gehen wir mal dahin. Und da haben wir dann eine Seite über Java. Abgepasst, und das wirklich das Wichtigste. Das hat dann ausgedrückt für normalen User von Java. Kein Programmeur von Java. Das hat dann ausgedrückt für User, die will das Java-Programm daheim starten, ohne sich Gedanken zu machen. Noch am Browser direkt fertig. Voilà. Ne? Das brauchen wir nicht. Was wir wollen, ist das tun. Wir sind am Gang Developers zu gehen. Wir wollen ein Programm entwickeln. Ja. Das ist ein Developer. Das wir brauchen eine Version von Java, die für Programmeure gebucht ist. Mhm. Und die gehen wir heute bei Developers zu schauen. Okay. Normalen heißt JRE, will man nicht. Wir brauchen, wie es schon gesagt ist, der JDK. DK. D für Developers. Developers, ja. Voilà. Hier ist dann die Hauptseite und gehört zum Oracle. Mhm. Und da steht da JDK dann nicht. D'accord? Mhm. Und dann klickt man drauf. Das ist JDK. Wenn der JDK nicht installiert wird, dann funktioniert nee, das nicht. Nicht. Weil da kommt die Schwierigkeit. Wir haben zwei Versionen von Java JDK, den 8 und den 7. Mit Schulbar mal den 7. Mit Schulbar momentan den 7 und das ist auch den, den man muss installieren. Ja. Da steht auch hier SE. Für Standard Edition vielleicht. Standard. Das steht noch vor. Genau, andere noch. Ja. Die will man nicht, die sind nicht komplex. Es gibt zwar vielleicht nochmal da gehen, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Ne, holt den JSE oder JDK, dann drückt man drauf. Klick. Geschieht nicht viel, voilà. Java Development Kit 7. Drück mal auf. Voilà. Und da stehen die Pulsaren. Erstens. Akzeptieren. Ja. Unbedingt, weil sonst darf man nicht downloaden. Mhm. Und da sind doch vier pure Varianten zur Verfügung. Für Mac, ganz einfach. Jubi, Nummer 9. Für Linux gibt es pure, denn die Linux wird gewiss Bescheid, den wird das gesagt. Ja. Für normale Benutzer für Windows gibt es zwei Varianten. D'accord? 64, das ist für 64 Bit. Wenn ihr wisst, was das bedeutet, Tomio, da wissen noch Bescheid. Die meisten Leute sollen die heute Version holen, nicht lange diskutiert, einfach die sicher gehen und dann installieren. Die lebt auch bei einem 64 Bit System. Lebt überall, dafür ist es immer gut, wenn ihr nicht sicher ist, die tun das gut. Ich kann den ersichern. Oh, 2 Minuten. Da machen wir noch eine kleine Pause. Voilà, den Download ist fertig. Wow, okay, show all downloads. Muss man den installieren. Machen wir das doch dann bis zum Schluss. Mhm. Voilà, ja, das ist auch der richtige Programm. Ja. Ja, da muss natürlich die Schreibstelle beim Computer und das Klo machen. Das muss ein Administrator sich für das installieren. Ja. Ja, ich will den installieren. Nicht anderen. Ja. Einfach weiter. Das ist keine sophistikierte Geschichte. Ne, einfach okay, dauert ein bisschen, voilà, präpariert. Wie immer, nicht extra. Kann ich sogar ein bisschen schnell gehen. Mhm. Voilà, das ist bei dem Schluss. Install to. Da sind wir, wo wir die wollen. Da sieht auch schon da, wo man möchte bei ihrem Computer. Das kann anders sein. Nicht alle Computer mit dem Pfad, dann hängt ein bisschen davon auf, was den hört. Voilà. Geht was. Ob das stimmt oder nicht. Was mal. Voilà. Hi. Einfach close. Ja. Nicht ernst. So, du hast das gegangen oder hast du das nicht gegangen? Das gesagt den Hai nicht. Ja. Nee. Was verdenke ich, wo das steht? Das checken, wo heißt das Windows 7? Ich muss kontrollieren, ob der noch richtig installiert ging. Control Panel. Da hängt von der Installation ab. Bei dieser gesagt, dann bei den Doen. Programs. Tut vielleicht in einer View. Oder tut nicht unbedingt alle Rest, dafür das gucken zu gehen. Und dann Programs and Features. Voilà.
Und da steht alles, was er installiert tut, an die hat die heute zwei Sachen. Denn Doen muss dran sein. Ja. Denn Doen geht nicht durch. Nee. Da tun aus der JTR, dass das für ein Programm zu starten. Ja. Das ist nicht, was wir wollen. Wir brauchen das Doen. Mhm. Die JDK. SE, wenn wir bei der Basis. 7, wenn wir noch immer bei der Version 1.7 von Java sind. Das kann ich gewisseln, ne? Zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video gemacht haben, war das dort in der aktuellen Version. Genau. Es geht auch schon eine Art, die irgendwie noch nicht 100% spread ist, mit die könnte im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr. Ja. Die Stadt kann ändern. Aber kein 6, mhm. Von da im Prinzip nur mehr, wir wollen da ein 6 daheim hat oder schon installiert hat, gerade der Wäsch, am Ende ein 7 dran. Das tun muss, heißt du. D'accord? Okay, aber wie testen wir, ob der Student das daheim gemacht hat? Wir hätten gerne ein Foto genommen von dieser Fenster, voilà. Wo wir Moment sind. Die ja? Leute, wenn die heute nicht da sind, dann kann das nicht funktionieren. Kann der mehr, was er will. Jo, also Handy raus, Foto machen. Das wäre für die erste Lektion. Merci für das Nachlauschen. Adi.